Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Might Magic 10 Legacy. So, ich habe in der Pause noch ein bisschen rumprobiert. Also die Gefängniszelle von dem Zwerg bekommen wir nicht auf. Da haben wir nicht den richtigen Schlüssel für. Und ich glaube, er war bisher auch der einzige Zwerg, den wir getroffen haben. Und ich habe immer noch die Theorie, dass man uns gesagt hat, irgendwas mit Zwergenkraft oder was auch immer. Irgendwas, wo ich direkt dachte, okay, dann ist Nela ein Zwerg. Weil ich halt eher an eine Frau gedacht hätte, aber okay. Dann ist das halt so. So, da ist mal eine Wache. Da ist auch eine Wache und da sieht's nach was aus, wo wir nicht hin dürfen. Mhm, also steht hier links wahrscheinlich auch noch eine Wache. Boah, das ist, also ja, nein. Spielstand. Laden wir mal. Ja, da war es halt verdammt hell. Vielleicht hat das uns das Genick gebrochen. Okay. So, hier wissen wir es, die Wache. Da sollen wir dann auch nicht hin. Da steht eine Wache mit dem Rücken zu uns. Ja, das machen wir mit Sicherheit nicht auf. Da ist noch eine Wache. Da können wir rein, da können wir klopfen. Dann machen wir das mal. Ja, aber das wird wahrscheinlich nur die Wache, die hier leuchtet, so rumdrehen, wie sie aktuell steht. Also müssen wir irgendwo hintenrum eine Möglichkeit finden, diese Wache umzudrehen. Denke ich mal, meine ich mal. Also müssen wir es erstmal die umdrehen. Aber wie? Setzt ja voraus, dass wir hinter die kommen. Aber wer hat uns hier gesehen? Kurzzeitgedächtnis. Ja, ich glaube, da stand jemand. Also der Raum scheint für uns komplett tabu zu sein. Okay. Es bleibt spannend. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass das Spiel für mich nicht unbedingt mein Magic-Spiel ist. Jetzt wird es das gerade noch weniger. Okay. Moment, können wir hier... Nee, hier zu klopfen wird ja auch nichts bringen. Also ich würde gerne die Wache da hinten umdrehen. Da ist wieder so ein Gitter, also können wir wahrscheinlich an der Wand klopfen, wenn wir an die Wand rankämen. So, aber dafür müssen wir die zuständige Wache zuerst mal umdrehen. Und dafür müssen wir auch zuerst mal die Wache, die da links steht, umdrehen. Also hier drin klopfen hat ja nichts gebracht. So, wo können wir dann noch hingehen? Ich glaube, da ging es auch nicht weiter. Ich sollte vielleicht hier nicht nach Karte laufen. Genau, hier hatten wir halt diese andere Tür und halt auch einen Hebel. Das hatten wir beides noch nicht versucht, auch wenn ich nicht glaube, dass das gut wäre. Das ist ein Nagertyp. Ja, ich bin versucht, die Tür zu öffnen, aber... Scheiß drauf, wir machen das jetzt einfach. Kurzzeitgedächtnis. Ja, war klar. Das war nichts. Ja, lach du nur. Wir kriegen dich noch. Wobei das wahrscheinlich die Lache von Erebos ist und der ist Geschichte, das wissen wir.
Nur er hat es scheinbar noch nicht verstanden. So, okay, von der Tür lassen wir die Flossen. Dann versuchen wir der Vollständigkeit halber mal noch den Hebel. Ja, war klar. Okay. Wir können also geöffnete Türen können wir auf jeden Fall rein. Und von allem anderen sollten wir die Flossen lassen. Check. Machen wir jetzt fröhliches Wachen rumdrehen, soweit möglich. So, um ihn rumzudrehen, müssten wir eigentlich hinter ihn kommen. Oder hier irgendwo, damit er sich umdreht. Du stehst da gerade bescheiden. Hi, Elf. Denn mit dem Elf können wir ihn umdrehen. Machen wir das nochmal. Frag mich nicht, was das bringen soll, aber wir schauen mal. So. Dann können wir hier klopfen. Das hatten wir aber, glaube ich, schon gemacht. Moment mal. Da müssen wir jetzt zuerst den Typ nochmal zurückdrehen. Das war hier. So, genau, dann schaut er wieder in die andere Richtung. Gebracht hat es nichts, weil wir, glaube ich, damit ihn eigentlich nur in die Richtung gedreht haben, in die er eh schon schaut. Leute! Wir schleichen uns hier gerade durch ein Gefängnis und ihr wollt schlafen. Was ist mit euch schiefgelaufen? So, hier ist auch... Moment, was machen wir damit? Hallo Zwerg. Wir machen das jetzt einfach mal. Tok, tok. Jetzt schaut eine Wache von da nach da. Moment, dann... Ach so. Dann war das, glaube ich, die Wache, die uns hier gesehen hat. Aber ich glaube, in den Raum schaut auch noch eine andere Wache. Oh, Mann. Ich bin jetzt total erschrocken. Okay. Wird schon. Irgendwie. So, wo hatte ich jetzt geklopft? Ich glaube, wir müssen die Wachen alle von dem hellen Raum weglocken. Also wegdrehen. Weil dann vielleicht in dem Raum nochmal irgendein Zellenschlüssel drin ist. Aber wir haben auch einen Zellenschlüssel, den wir nie verwendet haben. Spiel, könntest du mal bitte laden? Danke. War jede Tür, die wir bisher aufgemacht hatten... Feier unser Tod. Okay, verfolgen wir mal die Theorie, dass ich jetzt nicht mehr weiß, wo ich geklopft hatte. Doch, das war, glaube ich, hier, ne? Da war das. So, tok, tok, tok. So, dann tun jetzt zwei Wachen in dem hellen Raum nach da schauen. Aber die Wache ist noch das Problem. Können wir die auch irgendwie wieder zurückdrehen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt Bockmist gebaut habe. Nee, der guckt ja eh schon in die Richtung.
Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Wir haben noch einen Zellenschlüssel. Aber ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen sollen. So, hier konnten wir klopfen. Das hatten wir gerade getan. Ja, das müsste aber einfach nur die beiden Wachen. Die beiden, die sind aber schon umgedreht. Leute, Ruhe. So, und ich bin immer noch der Meinung, dass der Zwerg, den müssen wir rauslassen. Der Meinung bin ich. Und der Meinung bleibe ich. Hi, hi. So, und die Tür ging ja nicht auf. Da schaut eine Wache hin. Mach Licht an. Wird's was bringen, ihn umzudrehen? Können wir ihn überhaupt umdrehen? Wenn wir da weiterkommen wollen würden. So, mit ihr haben wir den in die Richtung gedreht. Da unten haben wir noch unentdecktes Gebiet. Was war denn da das Problem? So, da ist die Meerjungfrau. Und um ihn umzudrehen, müssten wir von da hinten irgendwie bei der Meerjungfrau klopfen. Oder von hier um die Ecke bei der. Da ist keine Ecke. Nee, da kommen wir nicht zur Meerjungfrau. Weil sie könnte eventuell ihn zumindest nach da drehen, aber das bringt uns auch nichts. Puh, keine Ahnung. Da ist halt eine offene Tür, aber da kommen wir nicht hin. Achso, doch, da kommen wir hin. Das war unsere eigene Zelle. Also da waren wir gestartet. So, alles was zu ist, müssen wir zulassen. So. Ja, wenn wir ihn aber umdrehen würden, könnten wir da hinten trotzdem nicht irgendwie weiterkommen. Denn selbst wenn er nach hier oder nach da schauen würde, wir kommen nicht da hinten in die Ecke. Es müsste halt irgendwas Größeres passieren, dass die vielleicht mal komplett sich irgendwie bewegen und nicht nur umdrehen. Ja, nee, da kann man nicht klopfen. Hat das jetzt überhaupt was gebracht, da zu klopfen? Das könnte dann da hinten vielleicht was getan haben. Hä? Moment. Ach, da ist noch ein Schlüssel. Wow, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, können wir damit vielleicht den Zwerg rauslassen? Ohne zu sterben, vorzugsweise. Also hier so, Licht. Der Zwerg war da, glaube ich. Ja. Kurzzeitgedächtnis. Wir haben nicht den richtigen Schlüssel. Also, das ist ein grünlicher und ein gelber Schlüssel, aber wie kann ich herausfinden, zu welcher Tür die Schlüssel gehören?
Aha. Es könnte auch sein, dass er Neela ist. Ja, warum? Ich habe keine Ahnung, was wir hier machen sollen. Sowas von keine. Also beim Zwerg hieß es, dass wir die Tür nicht öffnen können, weil uns der Schlüssel fehlt. So, jetzt haben wir mittlerweile zwei Schlüssel, aber wir können den Zwerg trotzdem nicht rauslassen. So, habe ich sonst noch irgendwo was übersehen, was wir mitnehmen könnten? Ja, ich glaube, einer der Schlüssel lag hier auf dem Stuhl und der andere auf dem Tisch. Puh. Dich hatten wir schon mal versucht rauszulassen und wir versuchen es wieder. Nee. Wir haben jetzt immerhin einen Schlüssel mehr. Hätte ja sein können. Tja, Leute. Ja, Spiel, du kannst bitte laden. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich meine, hier ist jetzt keiner drin. Heißt es, vor allen Dingen, durch was ertappen uns die Wachen? Weil die Wache irgendwie in unsere Richtung schaut? Oder weil da ein Typ drin ist. Wir versuchen mal, das da aufzumachen. Ja, nee. Das war's nicht. Hä? Entweder stehe ich tierisch auf dem Schlauch oder... Die Erweiterung ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, wie ich es nennen soll. Also ich sag mal so, es ist nichts, was man jetzt erwartet hätte und nichts, was man als Might & Magic-Fan unbedingt spielen will. Drücken wir es mal so aus. Wir können noch mal zurück zu unserer eigenen Bude. Das war da hinten. So, da waren ja auch diverse Zellentüren, die wir nicht aufgemacht hatten. Wo waren wir? Hier war das nicht. Jetzt habe ich komplett die Orientierung verloren. Ja, sei es drum. Also, wir können Wachen... Also jetzt da drin zu klopfen, würde ihn nur in die Richtung drehen, die er eh schon schaut. Bin mal gespannt, wie lange unsere Helden das noch mitmachen. So, wenn wir... nee, nicht hier. Moment. Da können wir... Nee, das ist nur, dass wieder die andere Wache so drehen, wie sie eigentlich schon steht. Hi. Die Tür hatten wir versucht...
Ich habe keine Ahnung davon viel. So, da klopfen würde ihn umdrehen, aber das bringt uns auch nichts. Das hatten wir nur gemacht, um dort hinten zu klopfen und ihn umzudrehen. So, was uns aber letztendlich auch nichts gebracht hat, außer dass wir jetzt dem Nager winken können. Wobei, doch, das hat wahrscheinlich gebracht, dass wir zu dieser Tür kommen. Wenn wir die aber öffnen, sind wir tot. Das hatten wir getestet. Licht. Wow. Heizwerk. Thanks. Ja, vielleicht ist es auch kein Zwerg, der gemeint ist, und diese Dame ist gemeint. Der heißt wahrscheinlich nicht, oder? Da hätten wir halt noch eine ganz dunkle Bude. Nee, da ist eine Lady drin. Sie könnte halt auch eine Ela sein. Du warst vielleicht mal eine Ela. Das ist eine Lagerstätte. Ja, und das geht wahrscheinlich mit einem Hebel da hinten auf. Ich... Oh. Wir schlafen. Schlaf dir nur mal. Ist kein Thema. Ich würde mal sagen, dass ich in der Pause hier noch eine ganze Weile zubringen werde, um eventuell herauszufinden, was wir hier tun können. Ich habe gesehen, dass man da klopfen kann, aber das wäre nur diese Wache und die ist schon in die Richtung. Ach so, ja. Ja, ich habe es vergessen. Dass wir hier nicht rein sollen. Das wird eine kürzere Folge. Und ihr könnt euch jetzt gedanklich vorstellen, wie ich hier durch die Gefängnisse irre, alles Mögliche ausprobiere und hoffentlich nicht verzweifle. Und drückt mir bitte die Daumen und bis gleich.